Das Thema von heute ist, kann man den Islam in 30 Sekunden erklären? Warum rede ich über dieses Thema? Ich habe vor mehr als 10 Jahren, im Jahre 2007, habe ich in Düsseldorf in einer Moschee, in der Omar-Moschee in Düsseldorf, einen Vortrag gehalten. Da ging es um die Dauer. Und während diesem Vortrag habe ich einen kleinen Ausschnitt gemacht von 30 Sekunden. Der hat so vielen so gefallen, dass der rausgeschnitten wurde und hochgeladen wurde. Aber wie es so oft ist, sieht man, dass Dinge, die vielen Leuten gefallen, anderen Leuten nicht gefallen. Und die fangen an, sich darüber aufzuregen. Das sieht man zum Beispiel sehr, sehr häufig bei emotionalen Vorträgen von mir. Ja, die haben vielen Leuten, wir haben zum Beispiel mal eine Umfrage auf der Seite gemacht, was sind deine Lieblingsvorträge von Pierre Vogel? Und meistens findet man, oder meistens sieht man, dass die Vorträge, wo ich richtig aus der Haut fahre, obwohl das nur ungefähr 5% von meinen Vorträgen sind, die ich gemacht habe, denn wenn man sich die ganzen Vorträge von mir anschaut, sind ungefähr 95% sachlich witzig und ungefähr 5% emotional aus der Haut fahrend. Ja? Aber gerade das sind die Vorträge, diese 5%, die vielen besonders gut gefallen und wo die sagen, boah, das hat mich so animiert, das hat mein Leben verändert, ich habe dadurch angefangen zu beten und so weiter und so fort. Und auch dieser Vortrag ist ein Vortrag, der halt vielen gefallen hat, deswegen wurde diese Szene extra rausgeschnitten und die anderen nicht gefallen hat und die benutzen sogar diesen Vortrag, um mich zu kritisieren. Und das sieht dann so aus. Ja, schau dir an, diese Salafisten, wie gesagt, wir akzeptieren den Begriff Salafisten nicht, weil der Begriff Salafisten, der wird hier falsch definiert, ja. Und es werden Leute mit in unser Boot gesteckt, die mit uns nichts zu tun haben, die am weitesten von uns entfernt sind. Wie beispielsweise Leute, die zum Terror aufrufen. Und wir sind diejenigen, die mehr als diese ganzen Angsthasen gegen den Terror gepredigt haben. Deswegen bin ich auch der Einzige in Deutschland, der auf der Todesliste vom IS steht. Ja? Warum steht da kein Ayman Maciek drauf oder irgendwelche anderen? Oder ein Mohammad Rashido oder andere Leute. Aber auf jeden Fall. Sieht das ungefähr so aus. Ja, diese Salafisten, die haben ein ganz oberflächliches Verständnis vom Islam. Die glauben, der Islam wäre so etwas Oberflächliches, was man innerhalb von 30 Sekunden erklären könnte. Dabei ist der Islam mir etwas Tiefgründiges. Und nicht etwas Oberflächliches. Und es gibt eine Tradition von Tausenden von Jahren von Gelehrten. Und man kann den Islam nicht einfach in 30 Sekunden erklären. Damit wollen sie es dann so darstellen für die Nicht-Muslime, die sich beim Islam interessieren, die bei uns hören, schau mal, der Islam ist die wahre Religion. Das hören sie ja nicht bei denen. Bei denen hören sie, ach, du willst so bleiben, wie du bist? Du darfst. Bleib so, wie du bist. Kein Problem. Deswegen siehst du auch, dass bei denen kaum einer den Islam annimmt. Ja, aber weil wir die Leute ja so abschrecken, nehmen die Leute ja bei uns den Islam an. Und weil wir die Leute so abschrecken, denn wir schrecken die ab, weil wir die nicht in der Moschee, wenn die kleine Kinder sind, zusammenschlagen, wie in einigen Moscheen. So, wir schrecken die ab, deswegen fangen die an zu beten. Und deswegen gehen die Leute dort, haben die keinen Bock mehr, weil die schon als Kind in der Moschee gedemütigt worden sind, beim Koranunterricht. Ich rede nicht von jedem Einzelnen, sondern gerade von den Leuten, die uns kritisieren. Aber auf jeden Fall wird dann dieser Punkt genannt. Ja, und ich will hier erstmal eine Sache betonen. Ich fordere hiermit alle Leute heraus, die behaupten, wir hätten ein oberflächliches Verständnis vom Islam, ein oberflächliches Verständnis vom Koran und wir würden den Kontext nicht beachten. Sie sollen uns eine Aussage von uns zeigen. Eine Aussage, wo wir oberflächlich bei einer islamwissenschaftlichen Angelegenheit rangegangen sind. Bei einer islamwissenschaftlichen Angelegenheit. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, das ist halal, das ist haram, wenn wir zum Beispiel sagen, das ist wajib, das ist mustahab, das ist Pflicht, das ist erwünscht. Sie sollen uns eine einzige Aussage zeigen
Oder wo wir sagen, du musst auf diese Art und Weise beten, du musst auf diese Art und Weise atmen. Sonst ist eine einzige Aussage zeigen aus, was weiß ich, tausenden Beiträgen von mir, wo ich oberflächlich an eine Sache rangehe und wo ich nicht von hier und dort meine Argumentation klar illustrieren kann. Es gibt nämlich keinen, genau bei diesen Leuten ist es nämlich so. Ja, mein Scheich hat gesagt, bei mir in der Moschee haben sie gemacht. Ich habe damals im Jahre 2004 habe ich eine Diskussion gehabt mit jemandem in der Moschee, warum, wie der Finger bewegt wird. Und da habe ich ihm erklärt, der hat dies und der hat dies und der hat dies und der hat dies. Dann habe ich gesagt, was ist denn dein Beweis dafür? Dann holt er ein Buch raus und zeigt ein Foto von einem Buch. Ein Foto von einem Buch ohne, der Prophet hat gesagt, die Sahaba haben gemacht. Einfach nur, hier steht doch ein Buch von meiner Moschee. Da. Hier von dir nicht, das Buch ist von dir nicht. Hier steht doch, da guck, da Foto. Ach so, die Religion ist dir nicht, hat gesagt. Bei uns ist die Religion, call Allah, call Rasulullah, wie fernes Sahaba. Bei uns ist, Allah hat gesagt, der Prophet hat gesagt, nach dem Verständnis der Sahaba. Aber ich fordere, wie gesagt, die Leute heraus, sie sollen uns eine einzige Aussage zeigen. Zeigt sie uns doch, es muss doch so einfach sein. Aber schon mal, damit ihr schon mal einen Vorgeschmack bekommt, wie ich eure Argumente zerschmettern werde, inshallah, werde ich euch heute zeigen, weil hier habt ihr überhaupt, dass wir oberflächlich rangegangen sind mit den 30 Sekunden. Hier werde ich heute mit Koran und Sunna und Logik und Ehrlichkeit zeigen, dass ihr unehrlich seid, dass ihr keine Ahnung vom Koran und der Sunna habt und dass ihr noch nicht mal bereit seid, euch unsere Aussagen genau anzuschauen. Erstmal, kann man den Islam in 30 Sekunden erklären? Ja, kann man. Ich gebe euch den Beweis von der Sunna. Hier, weil ihr wisst wahrscheinlich nicht, wo der Hadith steht, deswegen Arba'in Nawawiyya ist sehr verbreitet, die 40 Hadithe von Nawawi. Hier für die, die kein Arabisch können, Al-Arba'in Al-Nawawiyya, Sharh Al-Arba'in Al-Nawawiyya, für die, die kein Arabisch können. Hadith Nummer 2, das ist der Hadith von Umar al-Khattab, radiallahu anhu, und der wird überliefert im Bukhari in und das ist die Hadith Nummer 36 und an verschiedenen anderen Stellen auch. Und in Sahih Muslim ist das der Hadith Nummer 1. Das ist ein ganz bekannter Hadith, Mutafakun Alayh, einer der bekanntesten Hadith für die Islam-Spezialisten. Den Islam kann man nicht in 30 Sekunden erklären. Der Prophet Alayhi Salam sagt hier, wird hier gefragt von Jibril, der als Mensch erschienen ist, Achbirni an al-Islam. Erkläre mir, was der Islam ist. Berichte mir vom Islam. Und was sagt der Prophet? Hat er gesagt, ja, der Islam, das ist tiefgründig. Ich kann das jetzt nicht in kurzer Zeit erklären, sondern da müssen wir uns erstmal 100 Jahre hinstellen und diskutieren. Was hat der Prophet gesagt? Weil darum geht es ja bei meiner Aussage. Es ging darum zu sagen, dass ich den Islam in einer kurzen Zeit wie 30 Sekunden die Bedeutung davon zusammenfassen kann. Wenn meine Meinung gewesen wäre, dass es reicht, über den Islam 30 Sekunden zu reden, warum mache ich dann überhaupt Vorträge bis heute? Alles okay? Es zeigt, man ist unehrlich. Man schaut sich den Kontext der Aussage nicht an. Warum habe ich diese Aussage in einem Vortrag gemacht, der circa 1,5 Stunden gedauert hat? Warum rede ich dann überhaupt 1,5 Stunden, wenn es reicht, 3 Sekunden zu reden? Da kann ich schon in die Moschee kommen. Ich drehe mich um. Dann sage ich, alles klar, ich komme in die Moschee. Liebe Schwester im Islam, ihr habt mich heute wieder eingeladen, über den Islam zu referieren. Alles klar, guck mal, ich muss gleich zurück zu meiner Frau nach Hause. Ich rede jetzt mit euch 3 Sekunden im Islam, das reicht. Da haben wir den Islam erklärt. Der Islam ist, wir glauben an einen Gott. Dieser Gott hat die Menschen erschaffen, dieser Gott hat alle Schöpfung erschaffen, dieser Gott hat die Bücher geschickt, die Propheten gesandt, werden diese Propheten gesandt, Punkt, 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 Punkt. Okay, wie lange hat das gedauert? 3 Sekunden. Tschüss, ich fahre wieder nach Hause. Weil wenn das die Bedeutung von der Aussage von mir wäre. Aber das zeigt doch, dass man unehrlich ist. Dass man meine Aussage völlig aus dem Kontext herauszieht, was ich damit sagen will. Es ging hier darum, dass Leute den Islam kompliziert machen für die Menschen. Und ich dann erzähle, den Islam kann ich in 30 Sekunden erklären, der Islam ist nichts Kompliziertes. So wie der Prophet a.s.w. hier zeigt, für die Außenstehenden, die das mitbekommen, als Jibril kommt. Warum sagt der Prophet hier in kurzer Zeit, was sagt er zu Jibril? Guck mal, wie schnell er den Islam erklärt. Hör zu. Erkläre mir, was Islam ist. Berichte mir vom Islam. Was sagt er?
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Wie lange hat das gedauert? Komm, stopp mal die Zeit, wie lange das dauert. Al-Islam, ich gucke jetzt mal selber. Al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimu s-salah, wa tu'ti zakah, wa tasumu Ramadan, wa tuhujju al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. 10 Sekunden. Das waren 10 Sekunden. Aber warum hat der Prophet, alayhi salatu salam, als ihm gesagt wurde, ihn gefragt wurde, was der Islam ist, so geantwortet in dieser Situation? Was wollte er damit sagen? Der Islam ist viel mehr als die 5 Säulen. Der Islam ist viel mehr als die 5 Säulen des Islam. Der Islam ist viel mehr als die 6 Säulen des Iman. Er gibt hier etwas mit, was zur Grundbotschaft gehört, und gibt hiermit die Botschaft an die, die rumherum stehen, dass der Islam nichts Kompliziertes ist. Das ist etwas, was hier rauskommt. Und das ist genau das, was ich dort erklären wollte. Und da wir in einer anderen Zeit leben, ist es wichtig, gerade dieses Grundverständnis zu erklären, was ich dort erklärt habe. Nämlich, ich habe mich, anstatt auf die Säulen des Islams zu konzentrieren, auf die Säulen des Imans zu konzentrieren, beziehungsweise auf einige Säulen des Imans, nämlich der Glaube an Allah, der Glaube an die Bücher, der Glaube an die Propheten. Und wenn wir genau schauen, ist dieser Glaube, was wird davon abgeleitet? Dadurch wird der Glaube an den jüngsten Tag abgeleitet, weil wo steht das? Im Koran. Dadurch wird der Glaube an den Qadar abgeleitet, denn wo steht das? Im Koran, und das gehört zu den Eigenschaften Allahs. Und dadurch wird der Glaube an die Engel abgeleitet, denn wir wissen, der Engel Jibril hat den Koran auf den Propheten herabgebracht. Deswegen muss man vorsichtig sein, denn Ungerechtigkeit, darüber sagte der Prophet, الظلماتٌ يوم القيامة. Fürchtet euch vor der Ungerechtigkeit, denn die Ungerechtigkeit ist Finsternisse. Nicht nur eine Finsternis, Finsternisse am jüngsten Tag. Und ich sage hier ganz klar, damit man schon mal Bescheid weiß, man muss wissen, guck mal, es ist für mich sehr wichtig. Ich bin 100% davon überzeugt, dass das, was wir machen, richtig ist. Ich bin 100% davon überzeugt, dass das, was ich mache, den Islam nach vorne bringt. Und meine Dauer zu attackieren, ist für mich schlimmer, als wenn man mir mit einem Baseballschläger in die Fresse reinschlägt, damit man Bescheid weiß. Und am jüngsten Tag werde ich keinem verzeihen, damit man Bescheid weiß, keinem verzeihen, der nicht im Diesseits zu mir gekommen ist und mich um Vergebung gebittet hat. Und der nicht im Diesseits überall, wo er rum erzählt hat, Pierre Vogel hat ein oberflächliches Verständnis, die erklären den Islam falsch, wegen dieser Sache, der das nicht bei denen er das gesagt hat, Toba gemacht hat, Aslahu wa bayinu, wie Allah im Koran sagt, richtig gestellt haben und klargestellt haben. Damit man Bescheid weiß. Und ich wollte hiermit die Botschaft auch geben an alle Jugendlichen, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten beeinflussen, die einfach nur irgendetwas labern. Jeder kann sich hinstellen, 2, 3 Fremdwörter reden, die Aproplinyxe, Aproplinoxe, wir wollten illustrieren, das bla 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 und einen auf intelligent machen und inhaltlich ist es leer. Inhaltlich ist es leer. Ja, diese Leute haben ein marginales, oberflächliches bla 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 und so was, ist eine marginale Gruppe mit einem oberflächlichen Verständnis, ja, ist alles nur Gelaber. Was sagt Allah im Koran? Das ist unser Maßstab. Unser Maßstab ist nicht nur Gelaber. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ihr bringt eure Beweise, wenn ihr wahrhaftig seid. Und unser Maßstab ist, kul atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Gehorcht Allah und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Und gehorcht denen, die Befehlsgewalt unter euch haben. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.